Die Menschheit bringt laufend neue, großartige Erfindungen hervor. Habe Teil am rasanten technologischen Fortschritt und stelle den reibungslosen Transport in verschiedenen Regionen der Welt sicher. Mexikos Westküste im ausgehenden 19. Jahrhundert. Ein unscheinbarer Fleck mit einem verheißungsvollen Namen. Topolobampo. Ein Klima so mild wie nirgends sonst, die Ebenen fruchtbar wie der Garten Eden und in den Bergen unermessliche Reichtümer. Der perfekte Ort, um eine Utopie wahr werden zu lassen. Ein Leben in Freiheit und Gleichheit für alle. Willkommen im Neuland, Neuling. Du willst reich werden? Dann bist du hier goldrichtig. In Virginia City herrscht Goldgräberstimmung. Und du, Glückspilz, hast beim Pokern im Red Dog Saloon die Schürfrechte für einen vielversprechenden Claim gewonnen. Schon bald wirst du Goldklumpen so groß wie Katzenköpfe zutage fördern. Dank Cleverness und Kartenglück nennst du eine Goldgrube dein eigen. Die vormalige Besitzerin, ein Saloon-Mädchen namens Susie, das offensichtlich ganz miserabel Poker spielt, hat bereits erste Vorarbeiten veranlasst und praktischerweise auch gleich die nötigen Gerätschaften dagelassen. Jetzt musst du die Mine bloß noch finden. Verschaffe dir einen Überblick und finde heraus, wo die Schätze schlummern. Hallo zusammen und willkommen zu einer Runde Transportfieber 2. Wir spielen die Kampagnen durch, wie ihr seht, und wir sind in der ersten Mission, genau, in Nevada. Und wir versuchen hier jetzt alle Missionen inklusive Bonuszielen abzuschließen, genau. Welch vielversprechender Claim. Noch wurden zwar erst ein paar Felsbrocken zutage gefördert, doch kein Grund zu verzagen. Da muss einfach noch tiefer geschürft werden. Damit der schöne Schacht nicht einstürzt, solltest du ein paar solide Holzbalken vom nahen Wald heranschaffen. Damit lässt sich der Stollen vortrefflich stabilisieren. Errichte eine Station, wo die Pferdekarren mit Baumstämmen bepackt werden können. Und wir haben die Mine gefunden. Erkläre dem etwas begriffsstutzigen Kutscher, welchen Weg er nehmen soll. Oh, als erstes müssen wir jetzt hier eine LKW-Verladestation bauen. LKW-Terminal. Wir sehen auch, hier können wir die Linie erstellen. Das mache ich doch mal. Genau, von einem zum anderen. Depot für die Pferdekarren her. Das heißt, wir holen Holz ab und liefern es zur Mine. Genau, und hier im markierten Bereich müssen wir das Depot platzieren. Für den Holztransport auftreiben. Das machen wir auch mal. Und kaufen unser erstes Fahrzeug. Jetzt können wir aussuchen. Höchstgeschwindigkeit 18. Ein solides Gefährt. Der Transport kann beginnen. Wir sehen, da werden nun Personen transportiert und mit dem amerikanischen Pferdefuhrwerk werden nur Güter transportiert, beziehungsweise hier nur Holz. Wir machen hier eine neue Linie, genau, die Linie zuweisen. Das habt ihr vorhin schon definiert. Glück auf. Genau, es passiert nicht viel, weil wir gerade noch Pause haben. Jetzt läuft's los. Genau, mit Leertaste könnt ihr auch pausieren oder nicht. Mit Shift die Geschwindigkeitsstufen erhöhen und wieder zurückstufen, also immer eine Geschwindigkeitsstufe vor. Dann verfolgen wir doch mal unser erstes Fahrzeug. Schön gemütlich unterwegs.
Wir sind halt technologisch noch nicht so weit, dass wir bisher motorisierte Fahrzeuge haben. Das kommt dann nach und nach. In der Kampagne fangen wir auch recht weit vorne an. Wir sehen hier, die Holzstapel werden schon aufgeladen. Und wir sehen auch beim Fahrzeug selber 4 von 4 Holz. Das heißt, er hat wirklich 4 Holz aufgeladen. Und er steuert jetzt sein Ziel an. Sehr schön, der Weg hier unterwegs, hier mache ich auch ein bisschen schneller. Wir sehen, es ist so richtig viel los in der Stadt. Und viel Industrie, ja. Oh, jetzt geht's rüber zur Mine. Komm, Junge, lad ab. Eine Ampel oder was? Was zu lange gebraucht. Hier trifft dann die Kutsche im Terminal ein und lädt die Waren ab, wenn alles richtig konfiguriert ist. Manchmal will es ja nicht so ganz. 2 von 4, 1 von 4, 0 von 4, okay. Vielleicht war deine Pokerpartnerin gerissener als du dachtest. Aller Mühsal zum Trotz fördert die Mine nur ein paar Brocken Silbererz zutage. Am besten du wirst sie los, bevor sie dich noch ruiniert. Möglicherweise standen stets neue Grünschnäbel in Virginia City, denen du dieses vermaledeite Loch für gutes Geld verhökern kannst. So, die Silbermine bist du für eine passable Summe losgeworden. Zeit, dieses Geld in ein lukrativeres Unterfangen zu investieren. Und da gibt es eine hervorragende Möglichkeit. Das ganze Erz aus der Mine muss zu den Silbermühlen unten am Fluss befördert werden. Eine Eisenbahn, die den Transport übernimmt, wäre ein vielversprechendes Unterfangen. Ihr habt's gehört, wir müssen jetzt einen Abnehmer für unsere Erzmine finden, beziehungsweise den haben wir schon. Und dafür müssen wir einen Güterbahnhof bauen, der ist hier jetzt schon vormarkiert. Müssen wir in diesem Bereich unseren Endkopf und Güterbahnhof positionieren. Das heißt, hier ist Endstation, er fährt nur dann wieder zurück und dreht um. Ja, mit Shift können wir es drehen. Wir müssen ihn unter Umständen kürzer machen. Wir haben gesehen, war auf 160 Meter Länge, jetzt muss er auf 120 zurück. Das erfordert ein paar ganz krumme Kurven. Ja, und hier brauchen wir einen Tunnel durch den Berg durch, da wir nicht drum rumkommen. Wir sehen, hier ist ein Tunnelsymbol vorgezeichnet und hier müssen wir einmal um den Gebirgskamm rum. Ja, die Kurve macht das schon automatisch. Wir sehen auch hier am Boden markiert, wie schnell der Zug in diesen Abschnitten fahren kann. Ich versuche so Zwischenstücke zu machen. Das ist vielleicht schneller dann in der Kurve. Ne? Naja gut, geht nicht besser, egal. Und hier müssen wir dann links über den Pass drüber mit einer Brücke. Wir sehen Brückensymbol auch schon eingezeichnet. An der Brücke wird es halt etwas langsamer, aber nicht wichtig am Anfang. Ah, zumindest weitgehend, da man hier jetzt noch nicht die hochperformanten Fahrzeuge hat, die jetzt Höchstgeschwindigkeiten fahren können, ist das hier jetzt noch ein bisschen zu vernachlässigen. Die Endgeschwindigkeiten jetzt gerade bei der Bahn zum Beispiel nicht so wild. Weil 120 wird kein Güterzug fahren. Vor allem auch nicht mit Beladung. Da sind wir dann schon eher bei den Elektrozügen oder so, wo es dann relevant wird. Und über den Linienmanager erstellen wir eine weitere Linie. Diesmal unsere Zugroute, wo wir das Roherz, Rohsilber ja, in die Silbermühle bringen. Oh, das sollte der Schotter bringen. Hehe. Genau, habe ich auch die Linie gleich benannt. Und wir müssen noch einen. Und jetzt wird es noch Zeit, ein Güterdepot zu deponieren, damit wir auch einen Zug wirklich irgendwo rauslassen können. Der kann ja nichts aus dem Nichts spawnen, sozusagen. Ein genau. Wahrlich gelungenes Bauwerk.
Jetzt müsste es nur noch angeschlossen werden. Und wir brauchen natürlich Anschluss zur Zugstrecke. Krümmung zu groß, müssen wir länger ziehen. Die Strecke ein bisschen weiter. Ja, also war gerade zu steil. Nun endlich ist wir könnten auch in die andere Richtung, aber es ist nicht schlimm, wenn man in eine Richtung rausfährt, dann können wir auch mal wenden lassen. Genau, hier gehen wir jetzt ins Depot und holen uns einen coolen Zug. Genau, dafür müssen wir erstmal den Zug nehmen und die offenen Güter wegen, da die Personenwegen natürlich jetzt hier nicht in Frage kommen. Wir sehen eine Beladung mittelmäßig, immer noch gut. Ja, stattliche Status. Zeit ist auf seine Jungfernfahrt zu schicken. Und wir haben auch der Route zugewiesen, der Zug fährt schon los. Wir sehen, er fährt aus dem Depot raus. Da kommt schon ein Autosave. Ah, und der Dampf, der so ein Tuts. Schwer am Schuften, das ist ja noch nicht beladen. Weil jetzt natürlich mehrere Züge auf dem Abschnitt müssten wir halt unter Umständen auch mit Beinspurig E, aber auch jetzt, wenn das, der Zug aus dem Depot rausfährt und aufs gleiche Gleisabschnitt fahren würde wie ein anderer Zug, müsste ihr halt irgendwelche Signale haben, damit das nicht kollidiert oder die sich gegenseitig blockieren. Und das sehen wir später mehr dazu, mehr im Detail. Und wir sehen hier, es sind auch Waren schon am Bahnhof. Genau, das sind unsere Waren, die abgeholt werden. 5 von 21 Silbereinheiten. Ein bisschen schneller, da die Strecke auch etwas länger ist. Und schauen wir uns das doch mal an. Hier unser erster Zug, das Silber abliefert. Und wir haben eine neue Mission. Die große Gaudi. Ja, das machen wir doch auf jeden Fall. Schauen wir uns doch gleich genau Applaus, an. Applaus! Oh, und dann klicken wir hier auf die Nadel, da werden wir dann oben dran, also dann wird der Zug angehängt und in der Kamera sind wir im Zug drinnen und können auch die Position verändern. Genau. Kommt dann wieder ein bisschen schneller. Tut mir leid, wenn es hier ein bisschen krisig ist, wird in Zukunft vermieden werden, dass es nicht mehr so arg ist. Ich hoffe, es ist noch im Rahmen des Verträglichen. In Zukunft wird es nicht mehr so riesig sein. Hier hat die Animation ein bisschen den Rechner geschröpft. Und wir sehen, hier sind unsere neue gute Brücke. Wir können jetzt auch parallel hier mit unserer Drohne quasi um den Zug herum fliegen. Mit Schweben, mit Begleithänden. Und hier ist das halt eine längere Strecke hier. Und damit haben wir auch große Gaudi abgeschlossen. Sehr schön. Und müssen das Silbererz abliefern. Dann machen wir wieder schneller, da die Route doch noch ein bisschen ist. Zieht sich halt. Der Zug ist auch noch nicht so schnell. Kommen wir auch dazu. Oh, eine schöne Fahrt. Und wir sehen da hinten auch schon die Fabrik, zu dem wir unsere Ware liefern müssen. Genau. Hier ist die Silbermühle, die schon auf Silber wartet. Oh, und damit haben wir das erste Silbererz abgeliefert. Auf Hochtour. In Carson City steigen mittlerweile allerlei feine Damen und noble Herrschaften ab. Sorge dafür, dass sie sich auf den schlammigen Straßen nicht das gute Schuhwerk ruinieren. Bringe etwas über die Bedürfnisse deiner zukünftigen Passagiere in Erfahrung. So, nun sollen wir den Layer für Landnutzung aktivieren, was auch immer genau damit gemeint ist. Welcher Layer soll das jetzt hier sein, bitteschön? Deine
Dienstleistungen werden in der ganzen Stadt Haltestellen positionieren. Und wir sehen, die Einfärbungen stehen für verschiedene Gebiete. Blau ist Gewerbe, grün ist Wohnviertel und gelb ist Industrie. Ja, und wir sollen jetzt in den Einzugszonen sollen wir jeweils eine Bushaltestelle positionieren. Und was brauchen wir? Die Bus 9, welche brauchen wir? Wir brauchen natürlich die Bushaltestelle, die reicht natürlich, genau in dem Fall. Wir wollen ja Personen transportieren. Und wir sehen, da wo wir es anlegen, in die Fahrtrichtung fährt der Bus dann immer, beziehungsweise das Kutschengefährt. Nee, da muss ja Dings gemeint sein. Nein, da muss die Haltestelle gemeint sein. Marius. Alles andere macht keinen Sinn hier jetzt in dem Kontext. Sieh zu, dass deine Kutschen keine Haltestelle auslassen. Dadurch, dass wir jetzt hier Personenbeförderung innerhalb der Stadt haben, wird das Stadtwachstum stimuliert. Genau. Und es ziehen mehr Leute hinzu. Oh, wir kreieren jetzt hier mit dem Linientool und die Linien, die sehen, der dreht dann halt um am Ende der Straße, anders geht's halt nicht. Und wir brauchen ein Straßendepot. Irgendwo, wo es schön ist und vielleicht nicht die innerstädtischen Zonen belegt, unnötigerweise, und trotzdem nicht weit weg ist. Aber mit Shift können wir drehen halt, ne, so ist doch schön. Stehe ein paar Kutschen samt Pferden, damit du loslegen kannst. Ihr habt's gehört, her mit den Kutschen. Wir brauchen jetzt Transportfahrzeuge. Genau. Kommt ja auch nur diese Pferdekutsche in Frage. Da brauchen wir gleich mehrere. Reichen zwei. Na, drei. Und wir gehen hier aufs Linientool und ordnen auch die Fahrzeuge unserer Linie zu. Die ersten Passagiere. Ich mache das meistens gerne am Stück, aber hier wurde es jetzt so gefordert, dass wir die Linie im Vorfeld kreieren. Ich mache es meistens direkt in das Depot. Wenn wir die Fahrzeuge gekauft haben, das ist ja so ein bisschen Geschmackssache. Genau, und jetzt schauen wir doch mal, was unsere Route macht. Wir müssen 5 Passagiere aufnehmen. Der Territorial Enterprise vermeldet, ein Untier treibt sein Unwesen in der Umgebung. Laut Augenzeugen sprang es von Baum zu Baum, war mindestens 10 Fuß hoch, ausgestattet mit zottigem schwarzen Pelz und riesigen Füßen. Frage den Reporter, was es damit auf sich hat. Der Reporter, ein gewisser Mr. Clemens, hat dir seine Quelle offenbart. Ein alter Tagedieb namens Sam Hawkins. Er soll im Saloon in Virginia City zu finden sein. Kann sein, dass man ihm 1-2 Gläser Schnaps spendieren muss, bevor er mit der Wahrheit rausrückt. Oh, dann müssen wir jetzt hier Sam Hawkins finden. Er ist wohl irgendwo im Saloon. Wir sehen es immer mit Fragezeichen markiert. Hier ist er auch schon. Der gute Mann war sehr auskunftsfreudig. Das Ungetüm wurde mit jedem Whisky, den man ihm spendiert hat, einige Fuß größer. Es soll ganze Rinder am Stück verschlingen und sich die Überbleibsel mit einer Wagendeichsel zwischen den Zähnen hervorpulen. Unser Informant meint, es halte sich nahe der Ponderosa Ranch auf, wenn er sich nicht irre. Ja, und hier etwas außerhalb liegt auch die Ponderosa Ranch. Der alte Cartwright und seine Söhne waren nicht eben begeistert von deinem Besuch auf der Ponderosa Ranch. Offenbar bist du nicht der Erste, der sich an die Fersen des Ungeheuers heftet. Dutzende hätten ihr Land belagert, sagt der Rancher. Doch gerade als er sie habe verjagen wollen, seien sie mit einer aktuellen Zeitung in der Hand in Richtung Lake Tahoe davon geeilt. Und wir zoomen etwas weg und wir sehen schon eine verlassene Hütte hier am Lake Tahoe, genau mit Fragezeichen markiert. Da klicken wir doch mal drauf. Der Territorial Enterprise vermeldet, der wilde Mann ist tot.
Sein Leichnam wurde den Wassern des Lake Tahoe übergeben, wo er auf 200 Meter Tiefe sinken, bewegungslos in einen Eisblock eingeschlossen und aufgrund des hohen Drucks auf die Größe eines Kleinkinds schrumpfen wird. Nun ja, da lässt sich wohl nichts machen. Und damit haben wir auch das Bonusziel Ungeheures und hier abgeschlossen. Sehr schön. Und was haben wir denn jetzt noch offen an Aufgaben? Wir haben hier Passagiere befördern noch offen, aber das ist ja sozusagen am Laufen, die Quest, der Auftrag, die Mission. Oh, hier sehen wir, unsere Passagierkutsche ist unterwegs. Geht. Und Autosave. Kurz. Ja, da sollten sich doch gleich mal ein paar Passagiere finden lassen. Ja, da sehe ich doch jemanden stehen. Zwei Leute. Sehr schön. Einen haben wir bereits schon transportiert, sagt mir die Fortschrittsanzeige. Dann haben wir das auch gleich geschafft. Wir sehen, da wurde sogar frisch ein Gebäude gerade gebaut. Die unsere Personenbeförderung, die regt halt hier das Stadtwachstum an. Und zwei Firmen unterwegs. Wie viel haben wir noch mit? 4 von 4, ganz voll. Haben sie noch 2 zugeschrieben, die sind noch nicht ausgestiegen, die anderen. Das hat uns jetzt voll. Ja, und damit haben wir jetzt auch hier unsere Aufgabe abgeschlossen. Nun dank deiner Transportdienstleistungen ein prächtiges Städtchen. Im Volksmund nennen sie es gar das Wunder von Carson City. Immer mehr Menschen wollen hier ihr Glück versuchen. Und daran sollte man die Leute nicht hindern. Steige ins Passagiergeschäft ein. Deine Fahrkarten werden heiß begehrt sein. Sorge dafür, dass der Rest der Welt endlich Anschluss an das boomende Städtchen von Carson City findet. Ja, und wir haben als nächste Aufgabe hier den Bahnhof zu positionieren. Da machen wir mal kurz Pause. Wir gehen hier auf Kategorie Züge und nehmen uns einen Kopfbahnhof. Genau. Der erste der drei Gebäude und drehen es wieder mit Shift an entsprechende vormarkierte Stelle. Ich sagte auch schon, muss in dem Bereich sein. Jetzt gucke ich ein bisschen, dass ich vielleicht keine Gebäude abreiße. Oder nur eins. Das ist nur eins. Nein, nicht zwei. Eins besser. Ja, so. Und wir sehen auch unten die blaue Markierung, dass ein Straßenzugang zu dem Gebäude besteht. Das ist wichtig. Müssen wir ein bisschen drauf achten beim Positionieren. Und jetzt bauen wir die Gleise bis an Zielbahnhof, also bis zum gebauten Abschnitt. Na, ein bisschen hier ran. Irgendwo, der kommt in den Randbereich rein. Ja, machen wir es doch anders. Von dort bis zur Hälfte. Machen dann halt eine Kurskorrektur ein bisschen. So sieht so gut aus. Oh, und jetzt den Rest anschließen. Erwerbe eine Zugposition, verbunden, die das Volk aus aller Welt nach Carson City bringt. Und können nun Passagiere zwischen Carson City und Reno transportieren. Dafür brauchen wir jetzt noch ein Zugdepot natürlich, damit eure Züge überhaupt fahren können. Irgendwo hier. Ein bisschen steil, das mag man nicht. Zu arg, zu arg, zu arg. Krümmung ist zu arg. Arg. Naja, dann halt in die Richtung. Schaffen wir es. Aber ich befürchte nicht. Ist einfach zu steil. Wie dem auch sei.
auch eine neue Linie, beziehungsweise erstmal ein neues Fahrzeug, wie ich immer vor. Ja, und drei Passagierwegen. Zeit, eine mittelmäßige Leistung, mal recht. Silberstadt Carson City, ja, und zu gleich eröffnen. Eine neue Linie zu ordnen. Am besten immer gleich benennen, dann wisst ihr dann auch, welche Linie was ist. Sollte man konsequent machen. Habe ich jetzt auch nicht bei allen, aber generell gilt, um die Übersicht zu behalten, lieber hier die Linien benennen. Vielleicht nach von zu oder Zweck. Ja. Hilft mir dann in der Übersicht, sobald es dann mal 20, 30 Routen werden. Auch schon bei 10 hilft es ungemein. Also auf jeden Fall, dass ihr hier gleich eine klare Zuordnung habt. Ja, ihr seht ja, ich passe jetzt alle an, damit wir hier auch zum sicheren sind, auf der sicheren Seite. Dann haben wir gute Übersicht einfach gleich. So, und jetzt fangen wir den Zug auch, Junge. Oben in Glenbrook gibt es Feuerholz, das die Dampfmaschinen in den Silberhütten so richtig schön zum Schnaufen bringt. Aber Vorsicht, dass dir nur die Cartwrights von der Ponderosa Ranch nicht über den Weg laufen. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Tja, aha. Sollte ich auch mal eine Route definieren. Wäre nicht schlecht. Es geht los. Alle Welt drängt darauf, jetzt funktioniert das auch mit dem Zug. Schönen Bahn zu fahren. Und damit haben wir jetzt auch eine Linie errichtet, also eingerichtet und zugewiesen einem da Zug. Da bist du den Cartwright-Jungs gerade noch entwischt. Jetzt so schnell wie möglich eine ordentliche Ladung Baumstämme ins Tal schaffen, bevor die Rancher wiederkommen. Der transportiert jetzt fleißig Passagiere von einem zum anderen Standort, Stadt zu Stadt. Kurbelt halt auch Wachstum an. Und jetzt benötigen wir Holzstämme von der Ponderosa Ranch. Genau, dafür bauen wir jetzt hier ein Terminal, ein LKW-Verladeterminal. Ja, das ist eine schöne Position. Und auch gleich ein Depot hin. Und dann ist der Weg nicht weit. Und holen uns gleich auch Pferdefuhrwerke. Nur die können das Holz hier befördern. Gleich eine Route festlegen. Ja, natürlich auf die Station. Guten Morgen. Und hier warm. So. Benennen wir noch um, damit wir wissen, mit was wir es zu tun haben hier. So, und ab geht's mit dem Holz. Ja. Oder nicht? Ja, so langsam aber sicher. Aber auch schneller. Und das dauert. Ah, habe ich jetzt das richtige Gebäude überhaupt gebaut? Oh no. Ich habe ein Passagierdings gebaut. Ein Passagierterminal ist natürlich falsch. Völlig falsch, Leute. Genau, dann seht ihr, falls euch sowas passiert, dann könnt ihr einfach in die Route reingehen, Linie verwalten, schmeißt nochmal die erste Station raus, halt die zweite auch in der Reihenfolge und legt die Route nochmal fest. Ja, jetzt ist das richtig. Und den Pferdekarren wenden wir auch gleich und die lotsen wir auch gleich Richtung richtige Haltestelle. Dreh um, Junge, dreh um. Er macht's nicht. Wieso machst du das nicht? Jetzt. Ja, das war einfach zu oft. Ja, so können wir auch die Karren wenden. Ja, also quasi zum nächsten Ziel. Aber wir sehen, jetzt ist auch schon Holz auf der Verladestelle, so ist es richtig. Und es wird fleißig Holz aufgenommen. Na, wo wartest du? Boom, boom, boom. So.
Die haben halt noch relativ hohe Verladezeiten. Bei besseren Fahrzeugen ist es dann nicht mehr so. Und die Fahrzeuge sind unterwegs und liefern das erste Holz. Das ist schön. Und wir haben noch als Zielpersonen nach Carson City Bring und nach Reno jeweils. Wie viele Leute haben wir denn im Zug? 3. Ja, das brauchen wir kurz, bis das anzieht, der Bedarf, bis die Linie sich so etabliert. Und natürlich wächst die Stadt auch. Allein dadurch, dass der Zug hin und her pendelt, bringt er nämlich halt auch frische Arbeitskräfte in die Städte. Und wir sehen, die Stadt hat auch gerade eben hier Straßen erweitert. Das macht auf jeden Fall viel aus. Und ich lasse hier dreifach Geschwindigkeit fahren, ist doch angenehmer. Ja, wir sehen weite, weite Prärie. Ja, etwas. Ja, und wieder schneller. Hier ist nichts außer Natur, Leute. Und ein paar Steine und ein Kaktus und Autosave. Ja, und da hinten sehe ich schon was am Horizont. Auf Hochtouren und damit auch dein Transportgeschäft. Ist das etwa eine Stadt? Nee, ein Baum. Und Bäume, aber da hinten ist die Stadt zu sehen. Genau, und sind auch gleich am Bahnhof angekommen und bringen unsere ersten Passagiere nach Reno. Oder sind wir hier in Reno? Das ist jetzt falsch. Und damit haben wir auch die Ponderosa Ranch Bonusaufgabe abgeschlossen mit dem Holz, ja. Sehr schön. Ja, wir haben auch hier gerade ein Icon von einer Person drüber, das heißt von der Dichte her. Wenn jetzt mehr los ist, sehen wir mehrere Männchen daneben stehen. Ich weiß nicht, wie viele Einheiten das immer dann noch hoch geht. Ich glaube so ab 100 oder so. Das ist dann auch ein guter Indikator, ob da überfüllt ist oder nicht an der Haltestelle. Da muss man dann gegebenenfalls Route optimieren und noch ein Fahrzeug zusätzlich einsetzen. Genau. Und hier schauen wir auch mit der Auslastung. Was haben wir hier noch? Ja, Carson City wächst auch so ein bisschen, langsam aber sicher. Und der Zug ist schon mit 15 Leuten jetzt unterwegs, schon deutlich mehr als davor, vorhin waren es nur 3. Ja. Heute brauche ich erstmal, bis sie dann am Bahnhof ankommen und dort eintreffen. Dann ist meistens der erste Zug noch nicht so voll, außer ihr lasst halt eine Weile erstmal laufen, bevor ihr überhaupt Zug einsetzt, aber das ist dann halt auch nicht rentabel unbedingt, woher braucht ihr den Zug? Wir sehen, hier ist auch recht viel los. Ja, dann lohnt sich doch. Dann haben wir das doch auch bald geschafft, jeweils 20 Personen zu befördern. 10 und 3 bisher. Sogar 17 im Zug, dann wird es auf jeden Fall voll. Und wir sind gleich da am Bahnhof. Angekommen in Reno. Waren 27 Leute. Na Leute, krass. Warum hat es denn nicht gezählt? Wir hatten doch gerade 17 Leute.
drin und trotzdem nur 19. Ja, der kann wohl nicht so richtig zählen. Bin ich etwas verwirrt oder bleiben die Leute hocken und steigen wieder ein oder was? Also steigen aus und wieder ein. Oder warum countet der so komisch? Wie dem auch sei. Aber wir haben es dann trotzdem gleich. Ja, und wir könnten jetzt hier auch noch spaßigshalber Bushaltestellen errichten, solange es eh braucht, bis wir die Personen alle befördert haben. Dass wir da auch einmal im Kreis fahren, irgendwie hier so, dass alles abgedeckt ist. Da. Ja, da. Depot brauchen wir nicht, haben wir eigentlich schon. Weg. Also direkt vor der Nase. Und drei Kutschen einsetzen. Ne? Und verknüpfen alle Haltestellen, die wir gebaut haben. So, dann haben wir hier auch ein bisschen Wachstum angeregt. Im Hinterland. Dass das mir vielleicht auch eine kleine Metropole werden kann. Ja, ich weiß, ist ja Tutorial, beziehungsweise, ja, nicht Tutorial, sondern Kampagne. Da ist ja dann danach eh Schluss. Also wir könnten schon noch endlos weiterspielen, nur wir sind ja hier limitiert in den Optionen, die uns die Mission hergibt. Ja. Also wir sind da ja eingeschränkt in den Fahrzeugen und den Möglichkeiten. Nicht wie im offenen Endlosspiel dann. Und wie sieht's hier aus? Machen wir das gleiche. Ja, und jetzt hier die nächsten Bushaltestellen nehmen. Genau. Dann haben wir hier auch einen Nahverkehr, einen innerstädtischen, gell? Abgedeckt ist der Bereich. Ja, gut. Und natürlich auch ein Depot hin. Bam. Und neue Fahrzeuge. Also nehmen wir, ja, drei Stück, vier Stück, ist gut. Ja, und alle Stationen kurz anschließen hier. Bum, 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 bum. Und ab geht die Post, würde ich sagen. Beziehungsweise der Passagierkutschenwagen. Und fahren sie denn schon? Was ist los? Ja, ich sollte die natürlich auch zuordnen, die Fahrzeuge. Ja, nicht schlecht. Und schon sind sie unterwegs. Sehr schön, damit haben wir jetzt alle drei Bonusziele fertig und die erste Mission der ersten Kampagne abgeschlossen. Und hier geht's zum nächsten spannenden Video mit Erfolgen und allen Bonuszielen.